Ich bin in Saalfeld, mitten in der Altstadt. Hier hat Simone Müller-Volk mit ihrem Mann ein altes Haus saniert und einen verwunschenen Garten geschaffen. Meine Eltern hatten einen Schrebergarten und da musste immer alles ganz korrekt sein. Da durfte kein Unkraut stehen, da durfte gar nichts rumstehen. Die Blumenrabatte wurde stets und ständig, jedes Gekrümel musste weg. Und auf so eine Art von Garten habe ich einfach keine Lust. Und deswegen hatte ich 20 Jahre lang keinen Garten und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich es, wie ich es richtig, für richtig finde. Also der Garten ist einfach ein bisschen unperfekt und das soll er auch so sein. Das ist fast schon eine philosophische Frage. Wie perfekt sollte ein Garten sein? Was sagen die beiden Saalfelder Simone Müller-Volk und ihr Ehemann Gunther dazu? Ja, hallo. Hallo. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir sind mal reinspaziert. Hallo. 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 Sowohl, ich kann es ja gar nicht fassen. Wir sind jetzt direkt auf der Stadtmauer. Hier ja. Stadtmauer, ne? Ja. Hier, also in der Mitte des Grundstückes, ging mal die Stadtmauer lang. Ihr habt jetzt einen richtigen Stadtmauergarten und habt Saalfeld so belebt. Und jetzt ist dieser wunderschöne Garten hier. Ja. Ich freue mich sehr. Ganz toll. Die beiden haben einen interessanten Garten geschaffen, mit verschiedenen Höhen und die Sitzecke liegt etwas tiefer. Weil heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es mal aussah. Das ist das Bild. Das jetzt ist das sehen Bild. Wir. Das ist und was war's? Und eigentlich war es bam, ein Haus. Und eigentlich war es mehr ein Wäscheplatz oder so, genau. Der davor war. Ne? Genau. Es war kein Garten da. Stimmt. Und dann pflanzten die beiden und experimentierten, was das Zeug hielt. Simone wollte im Vorbeigehen naschen. Und durch Artenreichtum sollten viele verschiedene Insekten angelockt werden. Simone, ein Kompliment. Auf ganz kleinem Raum ganz, ganz viele Pflanzen. Bunt zusammengewürfelt, das ist das Konzept. Aber du hast gesagt, es gibt kein Konzept. Nee, ein Schritt nach dem anderen. Das Thema bei meinen Eltern war immer, dass immer alles ganz perfekt sein musste. Es war so viel Arbeit und so anstrengend. Ich sage, für was? Ja, für was muss es so perfekt sein? Die eingesparte Zeit stecken die beiden in ihre Gartenexperimente. Zum Beispiel fermentieren sie gerne. Ja? Die Faustregel ist, einem Kilo Gemüse etwa 20 bis 30 Gramm Salz zufügen und luftdicht verschließen. Schön knackig. Genau, das ist das, was wir wollten. Toll. Das erste Experiment, da waren die Gurken ganz weich. Das war nur. Und dann habe ich nochmal nachgelesen und da hieß es Sauerkirschblätter, Weinblätter oder schwarze Johannisbeere. Und dadurch bleiben die knackig. Und weißt du, was ich so toll finde? Ihr fermentiert ja auch Kompost. Genau, wir fermentieren noch Kompost. Alles wird fermentiert? Alles wird fermentiert. Das heißt dann wie? Bokashi. Und der Gunther ist schon mal mit Küchenabfällen bist du jetzt da. Genau, die habe ich zerkleinert, die Küchenabfälle. Und daraus will ich Bokashi machen. Wichtig sind effektive Mikroorganismen. Also wieder luftdicht verschließen. Und hier unten, der ist schon, da schon der Prozess entstanden ist. Und der bewirkt, dass ich nächstes Jahr, dass der Komposthaufen total verertet ist schon. Schneller Erde wird, das geht schneller, ne? Genau. Ja, der Vorteil liegt darin, dass wir keine drei verschiedene Komposthaufen brauchen. Wir hätten gar keinen Platz dafür. Sondern wir machen den ganzen Kompost den Sommer über in dem Teil hier drin. Ich bin froh, dass wir dann jedes Jahr auch neue, frische, satte Erde haben. Ihre Kräuter und ihr Gemüse danken es ihnen. So, Simone, ihr experimentiert auch mit interessanten Pflanzen. Ich stelle es mal vorsichtig hier ab. Was haben wir hier? Eine Birnenmelone. Also, wir schneiden das jetzt mal ab. Du bist experimentiert heute. Oh, das sieht gut aus. Nicht schlecht. Ein bisschen Mut muss man schon haben. Ja. Super. An solchen Experimenten haben die beiden einen Riesenspaß. Ihre Pflanzen halten sie etwas im Zaum. Aber ansonsten darf hier alles wachsen.